Hol die erste Poetin mit einem Zehnerapplaus auf die Bühne. Macht ganz viel Lärm für die großartige Nina Holberti. Titel: Hinter jedem erfolgreichen Mann bügelt ein Origami-Schwan Frauen in die Toilettenpapierspitze. Frauen, die X-Men des Gamepools, die Vaginen der Menschheit, reimen sich unter anderem auf Hauen, Kauern, Lauern, Klauen und Saufen, währenddem sich Männer auf Hämmer, Länger, Kenner oder mir Dämmerts reimen. Und nimmt man den zweifelsfrei weiblichste aller Nomen, das Wort Menstruation, bemerkt das geübte Auge, dass wir ohne das starke Geschlecht nicht einmal unser eigenes Endometrium ausspucken können. Aus sprachlicher Sicht sitzt die Frau somit eindeutig am kürzeren Hebel, aber egal, den kann sie ja sowieso nicht bedienen. Das nennt man demnach wohl Hebelgesetz. Sie sehen, selbst die Physik unterliegt den Gesetzen des Sexismus. Ein weiterer, sehr bekannter Beweis dafür ist die geschlechtsspezifische Ausdehnung der Raumzeit. Denn während Männer in öffentlichen Verkehrsmitteln stets breitbeinig der Welt mitteilen, Hallo, hier rastet momentan mein Schwanz, stottern unsere Scheiden deutlich beinverschränkter Liebe, ich habe leider vorhin mein OP vergessen und versuche gerade krampfhaft nicht zu verbluten. Vor sich hin. Circa eine Periode. Später sind nun Väter wie Mütter Eisenmangel sei Dank sichtbar älter geworden, wo es dann wieder auf der einen Seite heißt, schau dir mal diesen erfahrenen, weisen, attraktiven George Clooney Silberrücken an, währenddessen die Frau ab 50 schon gar nicht mehr stattfindet. Was hat man auch als bittere, frustrierte Schrumpeldame überhaupt noch zu sagen? Hallo, diese Stützstrumpfmarke juckt ganz schön doll. Und versteht mich nicht falsch, ich mache da ja mit und bin damit nicht allein. Oder warum bitte nannte die Frauenfachakademie Österreichs einen ihrer Management-Lehrgänge tatsächlich Persönlichkeit wirkt, wie sie ihr Charisma-Potenzial entfalten? Liebe Frauenfachakademie, ich will mich nicht entfalten, bin doch kein verdammter Schmetterling. Oder denkt ihr wirklich, dass irgendjemand in Zeiten wie diesen von der fetten Raupe Gustl aus dem großen Krabbeln geführt werden möchte? Wenn überhaupt Insekt, dann bin ich ein Borkenkäfer, das Viech, das einfach alles tot macht, was es berührt. Apropos fetter Raupe. In einer Pilotstudie der Gesundheitsförderung Schweiz fanden sich 60% der darin befragten Deutschschweizer Schülerinnen der Jahrgänge 1998 bis 2002 zu dick. Was sie natürlich auch sind, die faulen Schweine. Hat ja wohl bitte jede 5 Minuten Zeit, um während dem Zähneputzen noch ein paar Squats zu machen. Jetzt mal ernsthaft, wie nur hat es die Schönheitsindustrie geschafft, selbst den tollsten und klügsten XX-Chromosomträgerinnen unserer Zeit einzutrichtern, dass sie nur begehrenswert sind, wenn sie aussehen wie heroinabhängige Babys. Verdammt, wahrscheinlich ist der CEO von Gillette Venus einfach versteckt pädophil und möchte beim Vögeln nur nicht daran erinnert werden, dass er hier eigentlich eine ausgewachsene Frau begrapscht. Fakt ist, während wir uns weiter fröhlich unsere Haut- und Haarbehinderungen von der Seele pielen, sind uns die Stars bereits einen Schritt voraus. Die posten nämlich derzeit ununterbrochen durch mindestens 30 filtergesickerte ungeschminkte Fotos, auf denen sie einfach so aussehen, wie sie nun mal aussehen, und schimpfen sich dann Feminist. Ich persönlich finde es halt ein bisschen schwierig, mit dem Duckface im Gesicht ein Statement zu machen. Ich bin Nina und ich komme aus Brüssel. Traurige Imitation, stimmt. Noch trauriger sind allerdings die Resultate der Studie Persistenz und Wandel von Geschlechterungleichheiten in Ausbildungs- und Berufsverläufen der Universität Basel, die aufzeigen, dass bei der Berufswahl nicht etwa Interessen wegbereitend sind, sondern ungeborene, imaginäre Säuglinge. Junge Mädchen scheinen vor allem eins zu denken. Wer die Kinder wirft, hat sie auch zu fangen.
Selbst wenn das vermeintlich bedeutet, nur noch Teilzeit bei Weight Watchers arbeiten zu können. Und hey, wie kann man sie ihnen übel nehmen, solange sich da draußen Babysitter wie ich tummeln, die Dinge sagen wie, und, wie wollt ihr es zurück, geschüttelt oder gerührt? Mathematischer sehen das laut der Studie ihre männlichen Kollegen. Die finden eher, so ein 20 Jahre garender Braten kostet mich wohl etwas mehr als eine Viertelmillion Schweizer Franken. Da lasse ich mir doch lieber mal schön brav an der HSG neoliberale Weltansichten in den Hintern ejakulieren. Und ja, vielleicht relativiert so ein ausgewachsenes Embryöchen tatsächlich einiges, was ich hier so gesagt habe. Trotzdem weigere ich mich zu akzeptieren, dass der Höhepunkt meines Lebens laut der Bravo Girl der Tag sein soll, an welchem ich an einem Ort, der unverkennbar nach dem Angstschweiß Generationen missbrauchter Kinderchöre riecht, im Anidlefikeralbtraum zu Deutsch Sahne-Baiser-Kleid, begleitet von Beth Midler's The Rose, gesungen durch eine picklige 14-jährige mit Country-Gitarre und Sternchen-Tattoo im Dekolleté, in den Mittelgang hinabschreite, nur um danach sturzbetrunken das von meiner Guckenmusik Nordvertrag Fasselfreunde organisierte Bräutigam füttern spielen zu können. Best day ever am Arsch, da will ich mehr. Dankeschön. Aus Basel, Nina Horvathy.